Wenn der Chef zum Grillen lädt, dann ist Casual-Wear angesagt. Casual-Wear. Dagegen klingt die deutsche Freizeitkleidung wie eine SS-Uniform. Deswegen trägt man auch lieber Casual-Wear. Hört sich doch gleich viel schlabbriger an. Doch mein Liebling unter den ekligen Ami-Wörtern ist das Ticketing. Ticketing. Ja, was mag das sein? Eintrittskartenverkauf. Ticketing. Hört sich an wie das polynesische Wort für Armbanduhr, auf jeden Fall bescheuert. Platz 3 in den Ekelcharts ist das Qualifying. In Sportschau-Deutsch auch die Quali genannt. Wie herrlich koprofil waren dann noch die Ausscheidungswettkämpfe. Alles vorbei. Platz 4, das Sports Utility Vehicle. Ticketing, das Sports Utility Vehicle. Ade, du schöner Geländewagen. Auch das Krat in seiner ganzen schroffen Schönheit musste dem Bike weichen. Dazu gleich auch Wort für das Fahrrad, ohnehin indiskutabel. Und was ist eigentlich gegen die Klimaanlage zu sagen? Das Air Conditioning System passt eben besser in das Sports Utility Vehicle. Platz 7, der Low-Cost-Carrier. Bleibt trotzdem ein Billigflieger, besonders wenn der Return on Investment, kurz der Gewinn, sich nicht einstellt. Platz 9, Professional Solutions. Gibt's ja für alle Probleme, die man vorher noch nicht hatte. Zum Beispiel Wireless Local Area Network. Funknetz, wie wir alten Fernmelder im Krieg noch sagten. Ja, das ist hip und lässt sich nicht halb so scheiße aussprechen wie Bluetooth. Bluetooth funktioniert genauso, traut man sich im Geschäft aber nicht auszusprechen. Besonders, wenn man gerade ein Brötchen gegessen hat. Einmal Bluetooth, bitte. Bei Ticketing ist die Performance natürlich besser. Wo sind wir? Platz 13. Die Forward-Strategie für die Killer-Applications beim Global Player based natürlich auf Research and Consulting. Und danach Controlling, bis der Tierarzt kommt. Ticketing. So, das wär's für heute. Ich hau mich jetzt vor mein Digital Home Cinema und schieb mir eine Freshbox mit Convenience Food in die Rübe. Hoffentlich sah ich mir dabei mein Kissel-Lover nicht zu. Ticketing.